Guten Tag, mein Name ist Robert Melan von der Firma Revenue Maker. Herzlich willkommen zu meinem Videoblog heute am 1. Mai. Das Thema heute ist Blue Ocean Strategy oder anders gefragt, wie können blaue Ozeane gefunden werden? Es geht in diesem Videoblog heute um das Thema Vertrieb, leider nicht um die Urlaubsplanung. Wenn ich jetzt heute hier rausschaue in München, sehr verregnet, man sehnt sich nach blauen Ozeanen, aber wie gesagt, es geht nicht um die Urlaubsplanung, sondern ich möchte Ihnen heute zeigen, wie neue Geschäftsfelder gefunden werden können. Mit der Thematik neue Geschäftsfelder beschäftigen wir uns bei Revenue Maker bereits seit mehreren Jahren, haben dort weitreichende Erfahrung zu diesem Thema und all diese Erfahrung und das Wissen, das wir hierzu gesammelt haben, möchte ich Ihnen heute ein klein wenig näher bringen. Ein wichtiger Einstieg ist dieser Glaubenssatz. Ich glaube nämlich, dass es durch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für Unternehmen zusätzliche wertvolle Wachstumschancen gibt. Und wenn ich hier über Wachstum spreche, dann meine ich damit nicht nur rein Wachstum in Umsatz, sondern auch ganz klar Wachstum im Unternehmensgewinn. Einfach den Umsatz nach oben zu prügeln, ist eine, ja, ich will nicht sagen einfache Übung, aber ist eine Sache, die sicherlich schnell realisierbar ist. Nämlich, Sie gehen einfach mit Ihren Preisen runter, machen Sonderangebote und schon kaufen alle bei Ihnen und Ihr Umsatz wächst. Wenn Sie nicht so stark den Preis gesenkt haben, dass keine weiteren Wachstumsmöglichkeiten drin sind. Hier soll es aber nicht um das Thema reine Umsatzwachstum gehen, sondern wie kann ich wachsen auch mit Geschäftsfeldern, in denen ich möglicherweise eine höhere Marge generieren kann. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ja, warum haben Unternehmen das denn in der Vergangenheit nicht angegangen? Warum ist das bisher noch nicht umgesetzt worden? Aus unserer Erfahrung gibt es hier drei Punkte, die dazu geführt haben, dass Unternehmen dies nicht tun. Der erste Punkt, den kennen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung, ist das Thema Tagesgeschäft. Aufgrund von Tagesgeschäft fehlen kreative Ansätze. Die große Keule Tagesgeschäft erstickt vieles. Man hat keine Zeit, sich neue Märkte oder Zielgruppen zuzuwidmen. Der zweite Punkt ist interner Widerstand. Interner Widerstand und auch vor allem Angst vor personellen Verpflichtungen, gerade bei Misserfolg. Wenn wir ein neues Geschäftsmodell oder ein neues Geschäftsfeld aufbauen und wenn das Ganze nicht funktioniert, ja, was machen wir denn mit diesem Bereich, auch gerade wenn wir dort Mitarbeiter eingestellt haben. Und der dritte, und ich übersetze es immer mit German Angst, der dritte Punkt ist eigentlich, dass in vielen Unternehmen der Mut fehlt, in Chancen zu denken, und nicht in Grenzen. Das ist aus meiner Sicht eines der größten Hindernisse, um neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Aus meiner Sicht gibt es aber zwei einfache Gründe, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Der erste zentrale Punkt ist ein starker Vertriebsleader an der Spitze. Warum habe ich das Vertriebs in Klammer gesetzt? In der klassischen Literatur sagt man, ja, wir brauchen einen starken Leader an der Spitze, der bringt uns dazu, die neuen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ich glaube, die Geschäftsmodellentwicklung muss zentral vom Vertrieb ausgehen, natürlich gepaart mit Aktivitäten im Marketing. Das muss auch an der einen oder anderen Stelle viel mehr verzahnt werden, aber Sie brauchen einen starken Vertriebsleader an der Spitze. Was ist jetzt der zweite Grund, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln? Ja, der zweite Grund ist relativ simpel, einfach, aber dennoch erschreckend. Es ist nämlich eine essentielle Unternehmenskrise. Steckt ein Unternehmen in einer Krise, dann ist es notwendig, neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Aktuelles Beispiel ist hier
die RWE hier eine Überschrift aus dem Handelsblatt vom 23. April. Schwieriger Spagat. RWR-Konzernchef Terium muss gleichzeitig sparen und neue Geschäftsfelder finden. Wie soll das gehen? Ja, wie soll ich jetzt als Unternehmenslenker auf der einen Seite sparen und auf der anderen Seite neue Geschäftsfelder finden? Na, wir haben da vielleicht so zwei, drei Ideen, wie das funktionieren kann. Vielleicht zum Einstieg nochmal, was sind denn eigentlich blaue Ozeane oder rote Ozeane? Der blaue Ozean als Strategie ist ein Buch, das 2005 erschienen ist. Diese Blue Ocean Strategy ist an dem INSEAD-Institut in Frankreich entwickelt worden. Und ja, der rote Ozean, in dem wir uns befinden oder in dem viele Unternehmen sich befinden, sind hart umkämpfte Märkte. Der ist deshalb rot, weil sehr, sehr viele Fische dort umherschwimmen, sich gegenseitig beißen und deshalb ist dieser Ozean rot getränkt. Das Ziel ist es, aus diesem wettbewerbsintensiven Markt herauszukommen, neue blaue Ozeane zu finden und das sollten möglichst wettbewerbsfreie Märkte sein. Es geht hier nicht darum, den Wettbewerb zu schlagen, weil Sie sehen hier, das ist eines der zentralen Themen in dem roten Ozean, sondern ich will dem Wettbewerb ausweichen und ich möchte eine neue Nachfrage generieren. Und diese neue Nachfrage generiere ich sehr stark über den Nutzen. Der Nutzen für den Kunden, der soll erhöht werden und den gilt es natürlich auch mal zu finden. Sind Sie auch heute in einem blutgetränkten Haifischbecken? Ist das das Thema, das Sie schlaflos werden lässt? Wie finden wir neue Kunden? Wie finden wir profitable Kunden? Wenn Sie sich diese Fragen stellen, dann sind Sie eigentlich in einem roten Ozean. Ich möchte Ihnen heute jetzt in meinem Videoblog hier zwei Dinge aufzeigen. Einmal, wie Sie Ihre vertriebliche Wirksamkeit in bestehenden Geschäftsfeldern steigern und wie Sie zudem blaue Ozeane finden und mögliche Initiativen für neue Geschäftsmodelle entwickeln. Bevor wir in die Systematik einsteigen, stellen Sie sich doch mal vor, Sie würden jetzt durch innovative Vertriebsideen, neue Geschäftsmodelle, würden Sie die Ziele für Ihr Unternehmen schneller erreichen. Was würde das für Sie bedeuten? Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie mittels innovativer Vertriebsideen und neue Geschäftsmodelle Ihre Wachstumsziele, Ihre Ergebnisziele schneller erreichen? Oder anders gefragt, was passiert eigentlich, wenn Sie es nicht tun? Was passiert, wenn Sie es nicht schaffen, aus diesen wettbewerbsintensiven Märkten auszusteigen und dort dem Wettbewerb nicht weiter ausweichen? Ihre Margen werden sinken, Umsätze werden sinken. Das sind alles Dinge, die keinen Spaß machen. Viel ist zu dem Thema Vertrieb aktuell auch in Fachforen unterwegs oder es wird sehr viel hierzu veröffentlicht. Ein zentrales Thema, das ich mir oder eine zentrale Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, warum ist Vertrieb heute eigentlich schwieriger als früher? Ich habe mit dem Thema Vertrieb rund vor 20 Jahren angefangen. Habe dort in der Hotellerie meine ersten Vertriebssporen verdient. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Warum ist Vertrieb heute schwieriger als früher? Ich glaube, weil gerade in roten Ozeanen Ihre Kunden niemanden mehr brauchen, der Ihnen sagt, wie Sie bekannte Probleme lösen können. Hat ein Kunde ein Problem erkannt, weiß er sein Problem, kennt er seinen Bedarf, dann kann er ihn auch lösen. Heute haben Sie hochprofessionelle Einkaufsabteilungen. Diese Einkaufsabteilungen unterstützen sich
vielleicht sogar durch Einkaufsberater. Also man wird dort sehr schnell zu einem bekannten Problem eine Lösung finden. Und ja, hat der Kunde heute ein Problem oder einen Bedarf erkannt, dann kann er es auch selber lösen. Er braucht dort keinen Verkäufer mehr. Und deshalb sind viele natürlich auch gerade im B2B-Umfeld von Verkäufern genervt. Es gibt eine Studie, sehr interessant, die kürzlich erschienen ist, die sagt, dass hat ein Kunde hier also seinen Bedarf oder sein Problem erkannt und fängt es an zu lösen, dann ist in diesem, zu diesem Zeitpunkt sind 60% der Einkaufsentscheidungen schon gefällt. Und wir im Vertrieb fangen vorne häufig mit der Bedarfsanalyse an. Wir müssen den Kunden verstehen und präsentieren ihm die Lösung. Der Kunde ist schon viel weiter. Was kann man jetzt tun? Verkaufen Sie nicht über den bekannten Bedarf, sondern verkaufen Sie über Nutzeninnovationen. Was meine ich damit? Was ist bei der Nutzeninnovation so wichtig? Oder warum ist auch bei der Suche nach blauen Ozeanen eine Fokussierung auf Nutzeninnovationen so wichtig? Ist das jetzt ein neuer Megatrend, Fokussierung auf den Kundennutzen? Ist das jetzt die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Ich glaube, nein, es ist jetzt nicht ein neuer Trend. Man muss es nur wieder in den Fokus rücken. Ich würde Ihnen gerne eine kleine kurze Erfolgsstory vorstellen. Und zwar geht es um die Firma Abt. Die Firma Abt ist eine der erfolgreichsten Tuning-Firmen mit Sitz im Allgäu. Wenn man sich jetzt vorstellt, ja, wann ist denn Abt gegründet worden? Dann sagt man, ja, das wird so 70er, 80er Jahre, wenn ich meine Vorträge halte, kommt dann häufig, Abt 70er, 80er Jahre gegründet worden. Nein, Abt ist 1896 gegründet worden. Und der Unternehmensgründer, der Johann Abt, war damals Kutschmied, also er hat schon mit dem Thema Fahrzeuge beschäftigt. Natürlich hat er damals kein Chiptuning durchgeführt oder hat auch keine Nockenwelle bearbeitet, um das Ganze noch ein bisschen, das ganze Fahrzeug ein bisschen schneller zu machen. Aber eine kleine Geschichte. Und zwar im Allgäu war das Geschäft von Johann Abt natürlich sehr stark geprägt durch Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Und Johann Abt war in der glücklichen Situation, dass er seine Kutschen an Forstwirte verkaufen durfte und die haben sogar zwei Kutschen gebraucht von ihm. Nämlich eine Kutsche mit schmalen Rädern, mit denen sie über ja, das Kopfsteinpflaster und die Feldwege gefahren sind. Mit dieser Kutsche konnten sie aber nicht in den Wald fahren, weil wenn sie die Bäume geschlagen hatten und die Kutschen mit den schmalen Rädern mit Bäumen beladen haben, dann sind diese Kutschen eingesunken. Jetzt hat der Forstwirt eine zweite Kutsche gebraucht. Diese zweite Kutsche hatte Kufen. Dort konnte er also in den Wald mit hineinfahren, hat diese Kutsche beladen und auf den breiten Kufen hat er dann die Baumstämme aus dem Wald herausgezogen. Der Johann Abt hat sich damals das angeschaut und gesagt, naja, ich verkaufe zwar zwei Kutschen, aber der Prozess ist jetzt doch nicht ganz so der optimale und hat dann eine Kutsche erfunden mit einer Vorkehrung, einer Mechanik, wo er an der Kutsche von Kufe auf Räder und umgekehrt wechseln konnte durch eine bestimmte Mechanik. Diese Kutsche ist ihm natürlich aus den Händen gerissen worden. Und was können wir heute daraus lernen für den Vertrieb? Johann Abt hat sich die betrieblichen Probleme oder gar die unternehmerischen Probleme seiner Kunden angeschaut. Und da müssen wir im Vertrieb heute hinkommen. Der Vertrieb muss sich zukünftig hier professioneller aufstellen.
weil in diesem Bereich hier oben natürlich der Wettbewerb, der Preisdruck und die Produkteigenschaften oder der Druck auf die Produkteigenschaften zunimmt. Und hätte Johann Abt damals seine Kunden gefragt, sag mal, was braucht ihr denn? Dann hätten sie ihm geantwortet, Johann, wenn du mich so fragst, zwei Kutschen zum Preis von einer. Er hat sich aber die betrieblichen Probleme oder gar die unternehmerischen Probleme seiner Kunden angeschaut und dort wertvolle Lösungen aufgezeigt. Und genau diesen Weg müssen sie auch gehen. Was sind die betrieblichen oder unternehmerischen Probleme Ihrer Kunden und vergessen Sie jetzt dort Dinge wie Benefit Selling, wo es darum geht, über Vorteile zu verkaufen. Sie müssen unternehmerische Probleme oder betriebliche Probleme Ihrer Kunden lösen. Wie kann das aber gelingen? Ne? Hier möchte ich Ihnen jetzt drei einfache Ansätze kurz vorstellen. Wir nennen es unsere Werkzeuge für mehr Vertriebserfolg. Der erste Ansatz ist, finden Sie blaue Ozeane. Hier nochmal ein kurzer Überblick, was sind die blauen Ozeane? Also in einem roten Ozean sind Sie in einem harten Wettbewerb. Sie wollen immer besser sein als die Konkurrenz und die existierende Nachfrage nutzen. Durch den hohen Wettbewerb und auch die höheren Anforderungen der Kunden sinkt in der Regel der Gewinn, weil ich sage immer, das ist wie auf dem Hamburger Fischmarkt, noch ein Aal obendrauf und noch ein Aal obendrauf und noch ein Aal obendrauf und dadurch sinkt natürlich die Marge. Das Ziel ist es, vom roten Ozean zum blauen Ozean zu kommen, nämlich wir wollen neue Märkte schaffen, in diesen neuen Märkten die Konkurrenz irrelevant machen und eine ganz zentrale, wichtige Frage der blauen Ozeane ist, wer sind meine Nichtkunden und wie kann ich meine Nichtkunden zu Kunden machen? Fokus hier ist wirklich der höhere Kundennutzen bei gleichzeitigeren, niedrigeren Kosten für das eigene Unternehmen. Dadurch haben Sie geringere Wettbewerbe und hohe Gewinne. Hier nochmal in einem kurzen Überblick. Kosten für Ihr Unternehmen senken, Nutzen für die Käufer nach oben. Tolle Idee, Kosten runter, das Produkt damit attraktiver machen. Wenn das so einfach wäre, dann würden wir es ja alle machen. Wie sollen wir auf diese Ideen kommen oder wie kann eigentlich auch so ein Beispiel aussehen? Ich würde gerne hier am Beispiel Motel One, also eine Hotelkette, die jetzt seit ein paar Jahren hier am deutschen Markt aktiv ist oder auch mittlerweile, glaube ich, in verschiedenen Ländern in Europa aktiv ist, möchte ich Ihnen ein Modell zeigen, was aus dieser Blue Ocean Strategy entstanden ist, nämlich das Thema Checkout. Wenn Sie beruflich unterwegs sind, dann kennen Sie das vielleicht. Sie haben um 9 Uhr haben Sie Ihren ersten Kundentermin. Sie takten sich den Morgen, das heißt 7 Uhr klingelt der Wecker, bis um 7:30 müssen Sie aus dem Hotelzimmer raus sein. Dann frühstücken Sie bis 8:15. Viertel nach 8 Checkout, dann heißt es irgendwie 8:30 im Taxi und um 9 Uhr sind Sie dann bei Ihrem Kunden oder vielleicht sogar 5 Minuten vorher. Und so ist dann der Morgen geplant. Es ist mir schon selbst sehr oft so gegangen, ich habe mich an meine Zeitplanung gehalten und was passiert? Wir haben irgendwie eine Messe in der Stadt, wo ich gerade unterwegs bin und da sind 10 Leute vor mir, die auch auschecken wollen und jetzt sitze ich nicht um 8:30 im Taxi, sondern es wird 8:55, es wird 8:20, es wird 8:15. Ich muss jetzt schon meinen Kunden anrufen und muss sagen, oh sorry, ich verspäte mich. Das ist also eine unangenehme Situation. Motel One hat den Kunden zugehört oder hat sich mit den Prozessen der Kunden beschäftigt und hat gesagt, naja, warum verlagern wir den Checkout nicht in die Abendstunden oder zu dem Zeitpunkt, an dem der Kunde oder der Gast anreist. Sie reisen also jetzt bei Motel One abends an, sie bezahlen ihre Rechnung und können morgens direkt nach dem Frühstück das Hotel verlassen und müssen sich morgens nicht in eine Reihe stellen. Wo ist jetzt der Vorteil für Motel One? Ich spare mir natürlich morgens gleichzeitig
drei Mitarbeiter am Checkout und am Abend brauche ich auch nicht so viel Personal, weil natürlich meine einzelnen Anreisen sich über den Abend verteilen. Ich habe morgens keinen Stress beim Checkout und kann dadurch Personalkosten reduzieren. Also das ist für mich ein einfaches Beispiel einer Nutzeninnovation, das für mich das Ganze sehr, sehr greifbar macht. Ein wichtiges Thema bei der Blue Ocean Strategy ist die Nutzenkurve. Sie sehen hier eine Nutzenkurve, die wir für drei Unternehmen gemacht haben. Hier geht es um ein Beispiel aus dem Industrieteilehandel. Und was heißt jetzt Nutzenkurve? Sie überlegen sich erstmal, was macht eigentlich Ihr Geschäft aus? Sie haben hier bestimmte Faktoren, das zum Beispiel Produktanzahl, Preis, wie häufig liefern wir an unsere Kunden, also das Thema Logistik, die Sales Touchpoints, Verkaufsförderung am Point of Sale, Internetaktivitäten und Außendienstbetreuung. Und wenn Sie diese Punkte gefunden haben, dann überlegen Sie, wie Sie im Vergleich zu Ihrem Wettbewerb hier sich positionieren. Niedrig, also null, niedrige Ausprägung. 6 ist hohe Ausprägung und wie sehen Sie sich dort im Vergleich zum Wettbewerb? Also von der Produktanzahl hier in diesem Beispiel, ja, haben alle relativ stark ausgeprägte Produktkataloge, sehr, sehr viele einzelne Produkte, die der Kunde bestellen kann. Vom Preis unterscheidet man sich auch nicht sehr stark, bis auf den einen Wettbewerber hier, der aber auch nicht so häufig die Kunden beliefert. Dafür aber mehr Sales Touchpoints hat, auch ein bisschen mehr Verkaufsförderung am POS macht und sehr stark über das Thema Internet geht. Und wie sieht meine strategische Kontur hier zu meinem Wettbewerb aus? Und wenn ich diese strategische Kontur aufgezeichnet habe, dann fange ich mit vier Fragen an und diese vier Fragen, die können schon in einem Unternehmen eine Revolution auslösen. Nämlich welche dieser Faktoren, die wir jetzt hier aufgezeigt haben, welche dieser Faktoren können wir reduzieren? Welche müssen wir vielleicht steigern? Aber welche müssen wir auch eliminieren? Und welche der Faktoren müssen wir neu kreieren? Was haben wir da für Ideen? Und dann sieht auf einmal Ihre Nutzenkurve ein klein bisschen anders aus. Die des Wettbewerbes ist natürlich gleich geblieben, aber Ihr Kunde nimmt sie jetzt möglicherweise auch schon aufgrund dieser veränderten Nutzenkurve anders wahr. Wichtiger Punkt, hier sind wir noch nicht in einem blauen Ozean, sondern wir haben jetzt erstmal unsere eigene Nutzenkurve verändert. Wie kann ich jetzt solche Nutzenkurven verändern oder wie komme ich auf die Idee? Dort haben wir jetzt hier ein Beispiel, die sechs Phasen beim Erfahrungszyklus der Käufer. Sie haben hier, das kann sich jetzt je nach Unternehmen, kann sich das verändern. Sie haben den Kauf, Lieferung, Benutzung, Ergänzungen, Instandhaltung und Entsorgung. Und stellen Sie sich mal zu jeder dieser Phasen, das können bei Ihnen vielleicht fünf Phasen sein oder sieben Phasen, überlegen Sie sich mal, in welcher dieser Phase gibt es die größten Hindernisse für Ihren Kunden in puncto Produktivität, Einfachheit, Leichtigkeit, Risiko, Image und Spaß und vielleicht auch Umweltverträglichkeit. Und wenn Sie das mit Ihrem Vertrieb durchgehen, werden Sie auf sehr, sehr interessante Ergebnisse kommen, die schon alleine dazu führen, bestehende Geschäftsmodelle zu überdenken. Und wenn Sie dann noch diese Nutzenkurve um neue Faktoren verlängern, dann kommen Sie langsam in einen blauen Ozean. Hier ist jetzt also, sind zwei Punkte ergänzt worden, die der Wettbewerb noch nicht hat. Und das hat man aufgrund von diesem einfachen Suchraster gefunden. Mensch, ein hohes Hindernis bei Kundenproduktivität, Einfachheit und Risiko haben wir in dem Thema Entsorgung. Und was können wir jetzt tun, um unsere Kunden in diesem Bereich zu unterstützen?
Der nächste Punkt, den Sie sich in der Blue Ocean Strategy fragen, ist, wer sind unsere Nichtkunden? Und wir fokussieren uns immer sehr stark auf die dritte Kategorie, die unentdeckten Nichtkunden, die sich sehr, sehr weit von ihren Märkten entfernt befinden. Diese Nichtkunden sind Nichtkunden, weil sie noch nie was von ihrem Unternehmen gehört haben, sondern weil sie jetzt für sie eher irrelevant sind und keinen echten Nutzen oder keinen echten Mehrwert darstellen. Und wie kommen wir an diese Kategorie der Kunden? Was sind die entscheidenden Gründe, dass die Nichtkunden in dieser dritten Kategorie von noch keinem Unternehmen in ihrer Branche als Zielgruppe entdeckt wurden? So, der zweite Ansatz, da geht es nämlich darum, diese Blue Ocean Idee in ein umsetzungsfähiges Geschäftsmodell umzuwandeln, und da schlagen wir das Business Model Canvas vor. Business Model Canvas ist eine sehr, sehr wirkungsvolle Methodik, um Geschäftsmodelle ganz klar zu beschreiben und zu modellieren. Bevor wir in die Geschäftsmodellentwicklung mit Business Model Canvas einsteigen, stellen Sie sich, nachdem Sie die neue Nutzenkurve, den blauen Ozean gefunden haben, stellen Sie sich doch mal diese vier Fragen. Haben Sie einen echten Nutzen für Ihre Käufer gefunden? Können Sie einen realistischen Preis realisieren? Haben Sie Ihre internen Kosten im Griff? Und welche Punkte in der internen und externen Annahme, welche Hürden müssen Sie bei der Realisierung überwinden? Und aus meiner Erfahrung sind die internen Hürden häufig schwerer zu nehmen als externe Hürden. So, und das Business Model Canvas ist ein Tool auf dem Weg zur Umsetzung. Und hier können Sie Ihre Modelle für die blauen Ozeane ganz klar beschreiben, aber auch Situationen im roten Ozean verbessern, weil es Ihr Geschäftsmodell wirklich sehr, sehr transparent macht. So sieht ein Business Model Canvas aus. Es sind hier 9 Geschäftsmodellbausteine, und die nach einem ganz bestimmten Weg durchgegangen sind. Als erstes beschäftigt man sich mit den Kundensegmenten. Wer sind unsere Kunden? Wie können wir unsere Kunden beschreiben? Welche Probleme haben unsere Kunden? Welche Aufgaben haben unsere Kunden? Und welche erwarteten Gewinne haben unsere Kunden aus einer Zusammenarbeit? Und hierzu betrachte ich mir mein Wertangebot. Wie kann ich die Probleme der Kunden lösen? Wie kann ich ihnen helfen, ihre Aufgaben besser zu erledigen? Und was sind meine Gewinnbringer für den Kunden? Danach frage ich mich, wie kann ich jetzt Kundenbeziehungen aufbauen und wie sehen meine Vertriebskanäle aus? Danach beschäftige ich mich mit dem internen Blick, nämlich welche Schlüsselaktivitäten müssen wir intern umsetzen und was brauchen wir vielleicht für Schlüsselressourcen? Müssen wir dort neue Mitarbeiter möglicherweise einstellen? Müssen wir vielleicht Abteilungen ein klein bisschen restrukturieren? Und gegebenenfalls, welche Schlüsselpartner brauchen wir im Externen? Diese 7 Felder bringen Ihnen schon einen sehr, sehr guten Einblick über ein Geschäftsmodell. Jetzt muss ich mir natürlich dazu überlegen, wie sieht meine Kostenstruktur aus, aber auch meine Einnahmen planen. Und wenn ich diese 9 Felder bearbeitet habe und sehe, Kostenstruktur und Einnahmequelle führt dazu, dass ich einen Gewinn mache, dann setzen Sie es einfach um. Die Kombination jetzt auch von Blue Ocean Strategy und Business Model Canvas ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Sie sehen hier auf der linken Seite die Punkte eliminieren und reduzieren. Das bezieht sich natürlich sehr stark auf die eigenen internen Kosten, und erweitern, neu schaffen. Dies bezieht sich sehr stark auf den Wert für den Kunden, auf den Nutzen, auf die Nutzeninnovation. Und deshalb halten wir diese Kombination der beiden Modelle für sehr, sehr interessant. Der dritte Punkt ist, verändern Sie jetzt auch die Kommunikation im Vertrieb.
Starten Sie mit der Frage, warum? Was meinen wir damit? Wir sprechen hier über die goldenen Kreise. Die drei goldenen Kreise sagen, dass man hier in dem äußeren Kreis das Was hat, hier das Wie und in dem Zentrum das Warum. Und wenn Sie heute Vertrieb sehen oder Vertriebsmitarbeiter begleiten, wir führen dort an der einen oder anderen Stelle auch Coachings von Vertriebsmitarbeitern durch, dann sehen Sie, es wird immer in diese Richtung kommuniziert. Was, wie und dann das Warum. Früher haben die, oder zum Teil heute natürlich auch noch, haben so die altgedienten Verkaufsleiter ihren jungen Verkäufern das ZDF eingebläut, Zahlen, Daten, Fakten. Du musst dem Kunden mit Zahlen, Daten, Fakten kommen. Das macht aber auch ihr Wettbewerb. Was heißt das? Was sind diese Zahlen, Daten, Fakten? Sie kennen das. Der Kunde kriegt gesagt, ja, wir verfügen über das beste Know-how in dem Bereich XY. Unsere Produkte haben die besten Materialien, unsere Leistungen für ihr Unternehmen und so weiter und so weiter und so weiter. Kaufe ich deswegen? Nein. Und so wird auch in roten Ozeanen verkauft. Das ist die Kommunikation der Haie, die sich gegenseitig beißen. Steigen Sie aus dieser Kommunikation aus und verkaufen Sie vom Warum über das Wie zum Was. Das ist eine einfache, aber simple Veränderung Ihrer Kommunikation. Sagen Sie dem Kunden, wofür Ihr Unternehmen steht. Was ist der Mehrwert Ihres Unternehmens? Woran glauben Sie? Was ist der Wert, der für mich als Kunden durch eine Zusammenarbeit mit Ihnen entsteht und welche meiner bisher auch vielleicht selbst unerkannten Probleme werden durch Ihre Wertbringer wie gelöst? Ein Beispiel, das ich jetzt hier vielleicht mal bringen möchte, ist die Firma Creative. Die Firma Creative ist ein Technologieunternehmen, die maßgeblich an der Entwicklung oder gar der Erfinder der Soundblaster Technology waren. Hier ging es nämlich darum, den PC zum Datenträger für Musik zu machen. Und Creative hatte 22 Monate vor Apple einen tragbaren MP3-Player auf den Markt gebracht. Was war die zentrale Aussage damals von Creative? 5 GB MP3-Player. Zahlen, Daten, Fakten. 5 GB MP3-Player ist nicht falsch. 5 GB MP3-Player beschreibt genau das, was der Kunde kauft. Aber kauft er deswegen? Apple, ja, Apple, der iPod, der erste iPod, der damals auf den Markt kam, sah natürlich weitaus schicker aus. Keine Frage, bin ich absolut bei Ihnen. Aber der hatte ebenfalls nur 5 GB Speicherkapazität. Was war aber damals der Werbeslogan von Apple? Der Werbeslogan von Apple war 1000 Songs in deiner Tasche. Und fragen Sie sich im Vertrieb, was sind die 1000 Songs in der Tasche Ihrer Kunden? Weil hier kommunizieren Sie über das Warum, zum Wie, zum Was und nicht vom Was zum Wie, zum Warum. 1000 Songs in deiner Tasche, das ist eine der besten Werbeaussagen in meiner Sicht. Um auf diese Ideen zu kommen, was sind die 1000 Songs in meiner Tasche, müssen Sie Ihr Wertangebot visualisieren. Wir haben hier eine Value Map Canvas und fragen Sie sich zuerst auf der Kundenseite, was sind Kundenaufgaben, clustern Sie die von wichtig zu unbedeutend, was hat der Kunde für Probleme und die auch clustern von gravierend zu gering und dann zu Gewinne. Es geht hier nicht um monetäre Gewinne, also der muss so und so viel Euro unter dem Strich machen, das ist nicht der Ansatz, um den es geht, sondern wenn es um das Thema Gewinne geht, können das persönliche Gewinne sein, mehr Freiheit, mehr Freizeit, weniger Risiko, sicheres Gefühl, das können Gewinne sein. Und dann überlegen Sie sich mit Ihren Produkten und Dienstleistungen, wie passt das auf die Kundenaufgaben, wie können Sie
Problemlöser liefern und wie sehen Ihre Gewinnerzeuger aus? Und wenn Sie diese Punkte übereinander legen, dann können Sie von 1000 Songs in Ihrer Tasche sprechen. Jetzt haben wir die neuen Geschäftsmodelle gefunden und jetzt, wir sagen immer, ja, diese zwei hier sind häufig in den Unternehmen bekannt, nämlich Henne und Ei. Jetzt ist die Frage, wie setzen wir das vertrieblich um? Eine Möglichkeit, die wir dort sehen, ist der Aufbau von einer zunächst externen Vertriebsmannschaft. Was heißt das? Wir glauben, dass mit einer externen Vertriebsmannschaft ein unternehmerisches Risiko reduziert werden kann, aber auch gleichzeitig diese wichtigen neuen Geschäftsmodelle aufgebaut werden. Was heißt das? Wenn wir über externen Vertrieb reden, reden wir nicht über Outsourcing, sondern wir Revenue Maker rekrutieren passgenau Vertriebsmannschaften. Wir stimmen mit unserem Mandanten ab. Jetzt, wenn wir Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder gefunden haben, welche Vertriebler brauchen wir? Wir nehmen diese zu uns auf die Payroll. Wir führen, steuern, entwickeln diese zunächst externe Vertriebseinheit in diesem neuen blauen Ozean, um ihn auszuprobieren. Und wenn das Ganze funktioniert, dann integrieren wir es in die Organisation unserer Kunden. Also zunächst ein externes Ausprobieren, keine zu hohen Verpflichtungen hinsichtlich Einstellung von Mitarbeitern. Und Sie können auch dem Vorstand zeigen, ja, guck mal, wir haben hier tatsächlich den Proof of Concept geliefert und wir stellen jetzt nicht irgendwie 5 Leute ein und haben nachher das Problem, Geschäftsmodell ging nicht auf. Was machen wir jetzt? Sondern mit diesem Lösungsansatz können Sie Ihr unternehmerisches Risiko maßgeblich reduzieren. Hier müssen wir nicht auch gleich mit 10 oder 20 Mitarbeitern anfangen, sondern in der Regel sind wir hier wie ein Lautsprecherregler, wo wir nach und nach Vertriebsorganisationen aufbauen. Und interessant ist auch, dass es gerade bei Geschäftsmodellinnovationen interessante Fördermittel gibt. Wir haben mit Partnern gesehen, dass unter bestimmten Voraussetzungen solche Innovationsprojekte mit uns über Förderdarlehen und gegebenenfalls sogar Fördermittel finanziert werden können. Ja, da bin ich jetzt auch schon fast am Ende meines kleinen Videoblogs hier angekommen. Im Fazit möchte ich Ihnen gerne nochmal aufzeigen, was ist der Nutzen aus einer proaktiven Geschäftsmodellentwicklung. Diese Nutzen sind, Sie verfügen nach der Findung von solchen neuen Geschäftsmodellen verfügen Sie über echte Ideen und Ansätze, vertrieblich zu wachsen. Sie reduzieren auch das Risiko bei einem drohenden Kundenverlust. Märkte können sich auch unerwartet verändern. Sie verfügen jetzt dann auch über Möglichkeiten zur deutlichen Margenverbesserung. Und diese gemeinsame Entwicklung von Innovationen stärkt auch die Motivation des gesamten Teams. Und ja, nebenbei verfügt auch Ihr Vertrieb dann über zusätzliche Nutzenargumente, gerade für den Verkauf oder auch in dem Führen von Verhandeln. Und Sie stärken Ihre eigene Leadership-Position im Unternehmen. Also, ich glaube, dass es durch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle auch wirklich für Ihr Unternehmen zusätzlich wertvolle Wachstumschancen gibt. Ich sage mal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei meinem heutigen Videoblog. Wünsche Ihnen viel Spaß jetzt nach dem langen Wochenende im Vertrieb und freue mich, von Ihnen zu hören. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen, Ihr Robert Mehland.